Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute hat uns Joja Wendt, der berühmte Pianist, in der Primetime besucht. Wir machen eine wunderschöne Schlittenfahrt und Silent Party in Asien. Viel Spaß! Joja Wendt war als Gast bei uns an Bord und kam dann auf ein Tässchen Tee in der Primetime vorbei. Und wenn Sie Joja Wendt nicht kennen, das ist wirklich nicht nur ein unglaublich netter Mensch, er ist wirklich einer der besten Pianisten, die wir in Deutschland haben. Guck mal. Wärst du gerne Schiff? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sonst immer engagiert gewesen, vor allen Dingen so auf Europa, Europa 2 und solchen Schiffen, früher die Deutschland. Das ist ja ein anderes Kreuzfahren, ne, wenn man so will. Absolut. Und wenn ich, als ich hierher gekommen bin, ich muss sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also was hier an technischen Möglichkeiten sind, im Theatrium, was für eine Manpower, wie die Leute drauf sind, was für ein Spirit hier an Bord ist. Ich komme wieder. Ah, so. Also, ich war damals noch bei Thomas Gottschalk zu Gast bei Wetten, dass als Pate für eine Klavierwette. Ja. Und dann waren zwei Chinesen da auch, die sagen, wir haben auch ein Wetten, dass in China. Und man muss wissen, in Deutschland guckten das damals noch so 10 Millionen oder 12 vielleicht, Max. Ja. Da sind es 250 Millionen, die das sehen. Und da habe ich gedacht, da muss ich mir was einfallen lassen. Und habe gedacht, okay, dann wird der Flügel zugeklappt, ein Tischtennisnetz drauf und zwei Weltmeister im Pingpong, die da eh die Superhelden sind, machen den Rhythmus für das Stück, was ich spiele. Und das ist da so dermaßen gut angekommen, dass ich da ständig in den ganzen Sendungen immer nur noch zu Gast war in China und da jetzt ein großer, großer Star. Also das, was Lang Lang hier ist, bin ich in China. So, ja. Also habt ihr euch einmal ausgetauscht? Ja. Verrückt, ne? Ja, 250 Millionen, das muss ja auch erstmal... Ja. Das ist ja fast wie meine Primetime. So. Also eigentlich bin ich ja als Pianist aufgewachsen mit der klassischen Musik. Dann kommt der Moment, wo man als junger Mensch in die Pubertät kommt, wo sich der Körper verändert, wo die Eltern komisch werden. Und dann habe ich gedacht, ich möchte mich von denen abgrenzen und habe den Jazz für mich entdeckt. Und habe dann gespielt, auch so Boogie-Woogie und ne, auf dem Klavier. Und es ging los. Man konnte das nachher bei seinen Freunden spielen und die fanden das toll. Dann kamen natürlich die Stücke, die man im Radio hörte. Das ist eine Melange aus Classic Jazz, Pop, das ich jetzt auch bei den Konzerten spiele. Und das macht es eben dann auch so abwechslungsreich für die Zuschauer. Ich spiele den Hummelflug und es gibt eine Stelle in dem Stück, wo die Hummel ganz schnell mit den Flügeln schlägt, also die Hände so schnell repetieren, dass selbst die Super-HD-Kameras hier nicht mehr in der Lage sein werden, eindeutige Bilder zu übertragen. Es ist also auch ein Kampf Mensch gegen Maschine. Einmal bin ich angerufen worden vom größten Heavy-Metal-Festival der Welt, glaube ich sogar, dem Wacken Open Air. Kannst du nicht mal bei uns spielen? Das wäre doch eine tolle Sache. Und ich sage, seid ihr wahnsinnig? 80.000 langhaarige, tätowierte Heavy-Metal-Fans, die fressen mich doch auf, wenn ich das spiele. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme die Herausforderung an und habe dann ein Stück eines spanischen Komponisten herausgesucht, das ursprünglich komponiert war für zwei Klaviere, für vier Hände. Das ist für Sie Joja Wendt. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Während bei uns sich langsam der Frühling einstellt, ist im hohen Norden noch Winter. Und was liegt da näher, als eine wunderbare Schlittenfahrt zu begleiten? Mit den Kollegen vom Ausflugsteam. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Herzlich willkommen in Tromsø und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem winterlichen Abenteuer unterwegs im Rentierschlitten. I'm Sami. My name is Antibera. Yeah, welcome everybody. Antibera ist ein Name und er ist ein Sami und ein Rentierhüter oder Bauer, wie man das nennt, oder Farmer. This here is called Gakti, the
ist? Also das Kack-Team und sie ziehen das an zu jedem Gelegenheit, was sie haben, also wie eine Tracht, wie wir sie auch kennen. Hey, yo, le, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, le, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo. Hey, yo, le, lo, le, lo, le, lo. Wir sind der Meinung, das war Spitze! Die Rentierfahrt kann man nur empfehlen. Die Landschaft, die ist so super toll. Ein bisschen kalte Füße habe ich. Macht total viel Spaß. Also das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, oder? Ja, und das Panorama und das Wetter momentan ist einfach genial. Und hier mit ihm ist ja ganz brav, haut nicht ab. Auch wenn ich jetzt aufpassen muss, dass es nicht abhaut. Heute war es deutlich kälter, aber es war genial. Bei der Kulisse, ja. Blauer Himmel, Berge, Schnee. Unser Entertainment Manager Olli, der ist gerade auf der Bella und ist auch bekannt als DJ Kiste, weil er nämlich als DJ gerne mal Events an Orten macht, wo normalerweise keine Events stattfinden an Bord. Zum Beispiel Silent Party unter Stern im Spa. Die Silent Party ist halt vorbehaltlos für alle Menschen, die sich so ein bisschen öffnen können für neue Musik. Und heute haben wir die speziellste überhaupt, den FKK-Bereich. In der Nacht, das ist total cool. Und den gesamten Wellness-Bereich auf Deck 12. Wir haben das Fenster aufgemacht, das ist das erste Mal überhaupt an Bord von Aida Bella, dass wir das gemacht haben. Weil wir haben einen coolen Spa-Manager einerseits. Und er hat gesagt, komm, wir machen das. Das ist die zweite Silent Party und die ist richtig erfolgreich. Silent Party ist ein ziemlich erfolgreiches Format und auf dem Pooldeck kennt es jeder Gast und wir wollen mal irgendwie ein bisschen andere Wege gehen. Und dann dachten wir uns, okay, machen wir das Ganze doch einfach mal hier bei mir im Spa. Total klasse hier. Wir sind noch nicht nach oben gekommen, aber hier unten haben wir uns einmal festgetanzt. Uns gefällt es sehr gut, es ist mal was ganz was Neues und uns hat auch schon die letzte Silent Party sehr gut gefallen. Aber hier in diesem Flair ist es natürlich noch mal viel besser. Ja, super cool, viel unterschiedliche Musik und wir können sogar baden gehen. Im hohen Norden Schlitten fahren, in Asien tanzen oder im Mittelmeer ins Meer springen, alles das könnt ihr mit uns erleben. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der tollsten Musik. Und viele von euch werden sagen, aha. Und andere werden sagen, take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Thank you.
even know the things that you say? Is it life or the things that you say? Is it life or just to play my worries away? You're all the things I have to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on.